Folge Nummer 6 von Avorion und wir haben an der Militärstation hier den Wein abgeliefert und sind jetzt auf dem Weg zum Ausrüstungsdock, was wir letztens gesehen haben und wollten da ja nochmal einkaufen. Gerade eben kam aber die Meldung, dass unser Miner keinen Dingens mehr gefunden hat, keine Asteroiden mehr gefunden hat. Das ist unser Heimatsektor und das ist unser Miner, der da nichts mehr findet. Das bedeutet, wir müssen jetzt mal gerade gucken, dass wir den woanders hinschicken. Ja, da kommen wir leider nicht mit einem Zug hin, aber vielleicht springen wir auch in die Richtung da. Mach das mal hoch. Noch ein Sprung geht bestimmt, aber dann wird es schon dauern, bis der nächste Sprung geht. Und dann würde ich den Blub noch dahin gehen. Dann ist die Frage, was da los ist. Da waren die Asteroiden durch und hier jetzt sind es 1000 Asteroiden. Okay, dann lass ihn doch da mal weiter abbauen. Auftrag läuft, denke ich, oder? Genau, dann sind wir erstmal hier wieder. Und wir wollten, ach so, wir wollen ja auch zum Dingens springen hier, zu diesem Punkt springen dann. Koordinaten eingegeben. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob hier im Sektor noch was Besonderes gewesen wäre. Aber hier gibt es nur die Militärstation. Okay, der hat aber auch keinen Auftrag, ne, oder? Ne, die hat keinen Auftrag, das auszuzeigen ist nur von der Militärstation. Das bedeutet, wir müssen jetzt in diese Richtung springen, um dann dahin zu kommen, wo wir hinwollen. Gut. So. Wo ist jetzt das Ausrüstungsdock? Da oben. Ist natürlich noch die Frage, ob noch das da ist, was wir letztens gesehen haben, oder ob es andere Ausrüstung gibt. Ja, der Bergbaulaser ist natürlich jetzt weg, ne? Radar, Quantum Hyperraum, internes Verteidigungssystem, Generator Upgrade, Schildbooster, Standardhandelssystem, okay. Geschützkontrollsystem, ja, Bergbau war es dann. Doppel-Eisengeschützturm, Doppel-Bolter-Geschützturm, Abwracker, Doppel-Titan-Bergbau-Geschützturm, Doppel-Point-Defense-Maschinen, Maschinen-R ist jetzt nicht dabei. Ja, das ist jetzt auch nicht so dolle. Aber vielleicht 36.000 sind es natürlich hier, um den jetzt zu kaufen. Ja, das ist jetzt nicht das, was wir brauchen. Sender der Handelsgilde. 1 Million kostet. Okay, da müssen wir noch einige sparen. Erkunder Quadrantkarte, reisende Quadrantkarte. Was ist denn das? Quadranten des Gebietes der Fraktion auf. Gebietsinformation wird in Galaxiekarte geladen. Okay. Okay, Tornetzwerk siehst du dann, aber das ist ja jetzt auch nicht so. Gegenstände verkaufen wollen wir jetzt nicht. Das war's dann erstmal. Ja. Das. Jetzt ist die Frage, ob wir den Bergbau hier nehmen, um dass wir Dingens abbauen können noch. Doppeltitan, aber warte mal, dann nehmen wir doch den Titaner, der kann doch viel besser Bergbau abbauen dann, ne? Der ist zwar jetzt nicht blau. 20.000 Schaden an Stein, kein Schaden an Schilden, veredelt Stein beim Abbau von Ressourcen. Veredelt Stein beim Abbau von Ressourcen, was bedeutet das denn jetzt? Raffination, okay. Und der 2 Werkmänner, Schadenstyp Energie 2, 20.000 Schaden an Stein, kein Schaden an Schilden, Feldstein beim Abbau des Ressourcen. Okay, das ist ja also dann eigentlich schon fast egal, ne? 3 Tech 6. Der auch. Material Eisen, aber hier haben wir Titan. DPS 3.1, 3.5. Effizienz 12,9 und 0,75, das ist erstmal egal, 14,6
Der kostet nur die Hälfte, ne? Und der macht Titan. Also ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, wir machen das mal gerade. Kaufen den. Also wir müssen erstmal andocken dafür, ist klar. Das machen wir dann mal schnell. Und dann bauen wir hier noch einen Miner, dass der dann noch zusätzlich Rohstoffe einsammelt, ne? Haben wir jetzt schon eine Meldung gehabt, dass der andere was abbaut? Ich glaube nicht, oder? Ne, irgendwie nicht, aber naja, der muss ja auch dann erstmal zu so einem Asteroidenfeld vielleicht hinfliegen, um anzukommen, ne? Okay, da ist der Hyperantrieb sowieso schon mal leer. Da sind die Docking-Ports. Passt. So. Ausrüstung handeln. Ach so, nee. Das ist alles noch Standard. Und der ist hier jetzt der Titan. Gut, dann kaufen wir den jetzt. Und dann können wir ein Schiff nochmal bauen. Klein bisschen weg. Wir haben sogar ein Handelssystem. Nur aussteigen. Ne, das wollen wir nicht. Schiffsmenü. Das eine haben wir auch noch eine ungelesene Nachricht. Okay. Müssen wir jetzt doch. Also erst in die Drohne, um dann ein Schiff zu bauen. Tatsächlich. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich den genannt habe, den anderen. Reiter 3. 500 Eisen, ist alles klar. Der kann jetzt nicht fliegen und wir sind jetzt tatsächlich hier mit. Naja. Jetzt müssen wir den gerade mal ein Stück wegfliegen, ne? Und dann drehen wir um und gehen wieder in den rein. T, jetzt sind wir in dem Stein drinne und können dann B drücken. Und können dann schauen, 4200 haben wir ja schon. Dann können wir mal diesen Stein kopieren. Und dann machen wir die Größe so, genau. Und dann machen wir das so. Und dann machen wir den vielleicht ein bisschen höher. Oh, jetzt hat es den knapp daneben erwischt. Naja, ist egal. So, Antrieb haben wir. Quartiere brauchen wir. Nee, den will ich nicht so groß haben. Ich möchte den wieder so haben. Aber das ist Hülle. Wir wollen Quartiere. Die packen wir jetzt da drüber. Egal. Und was haben wir denn hier? Naonit-Generator. Wir haben doch noch gar keinen Naonit. Wieso wird denn das hier schon angezeigt? Okay. Trägheitsdämpfer. Ah, nee. Korrekturdüsen. Nee, die will ich da noch nicht dran machen. Den Frachtraum erstmal. Dann machen wir jetzt weiter nach vorne. Dann machen wir den. Nee, nö, nicht in der Breite, ein bisschen mehr. Ja, und dann eigentlich doch in der Höhe, ne? Aber so geht das nicht.
Zack. So ist doch ganz nett, oder? So, dann können wir den Bergbautypen da drauf machen. Ist das die Mitte? Das ist die Mitte. Dann machen wir hier. Ach so, okay. Wenn ich den da eingesortiert habe, dann macht der gleich da weiter. Okay, alles klar. Generator. Steuerung C, Steuerung V. Und den Generator wieder ausgewählt. Machen wir so oder so. Machen wir so. Und den Energiecontainer setzen wir daneben. So, jetzt müssen wir noch Drehteile machen. Und zwar flach. Und dann könnten wir ihn aber in der Höhe ändern. Auch in der Breite, oder? So. Benötigte Energie 128. Ach, wir haben Gigawatt. Okay, dann brauchen wir uns keine Gedanken darum machen. Der sieht doch schon ganz nett aus, oder? Ach so, wir haben jetzt noch keine Verzögerung. Die gibt es nur im Dingens, sag schon, im Trägheitsdämpfer gibt es nur hier. Stimmt. Nee, breiter wollte ich. Ja, und dann dahin, oder? Das sieht doch ganz gut so aus, oder? So, aus dem Baumodus gehen wir mal raus, gehen einmal hier rein. Ja, ich glaube. Ach, wir haben gar keinen Kapitän, wir sind Helden, ne? Wie sollen wir denn das hinkriegen, wenn wir keinen Kapitän haben, oder? Wir brauchen einen Kapitän, damit wir das steuern können. Haha, das war jetzt nicht so eine tolle Idee, ne? So, die Werkbauleute haben wir auch schon dafür, ne? Viere sind immer drauf, oder wie war das? Was zeige ich da noch an? Sehr schwach verglichen. Ja, was machen wir jetzt dann damit? Nee, F wollte ich so. Gucken wir mal, was hier gibt's denn hier für Q erneuern. Das ist ein Kommandanten. Der hilft uns gerade nicht weiter. Da gibt's auch nichts. Angriffstruppen. Ich glaube, wir machen das mal hier rüber gerade. Essensfabrik. Crew. Piloten. Bergmänner gibt's da. Dann Hochdruckröhrenfabrik. Wie sieht's da mit Crew aus? Da ist er. Das heißt, dann fliegen wir da gerade hin. Okay, die muss da unten irgendwo sein. Ne, die ist mittendrin. Ne?
Schauen wir mal zu. Wie viele Asteroiden hatten wir hier eigentlich? 127 ist jetzt nicht die meisten, ne? Aber naja, das können wir ja gleich alles ändern. Wir müssen erstmal den Kapitän haben. Jetzt ist er alle. Gucken, wo die Docking Points sind. Na, kommt schon. Okay, da oben alle. So, und dann können wir einkaufen. Den heuern wir an. Schließen das. Und dann müssen wir zurück zu unserem Schiff, das dort oben ist. Genau. Und dann steigen wir um und dann kann er hier, na, hier vielleicht nicht, aber ja, kann er auch erstmal machen und dann weiter gucken. Dann haben wir einen zweiten Miner unterwegs. Bei dem anderen fällt mir gerade auf, dass der das Kommando, glaube ich, gar nicht angenommen hat. Kann er sein? Ich sehe keinen Abbau. Wieder alle. Können ja mal gerade hier schauen. Ah, jetzt geht's auch. Warte, mach das mal lieber so. Und dann springen wir da hin und alles ist gut. Ah, Reiter 3, Ass Reiter, Reiter. Okay, jetzt haben wir so viele schicke Schiffe. Gut. Springt er schon? Ja, fliegt wieder schneller. Jetzt funktioniert der Miner auch, ne? Was passiert denn jetzt hier gerade mit unserem Schiff? Warum wird denn das wegbefördert? Kann mir das einer erklären? Mögen die den gerade nicht? Was passiert denn hier gerade? Das finde ich ja krass. Was war das? Naja. Befehle. Abbauen. Und läuft. Wunderbar. Das ist dann auch erledigt. Also, nee, das wollen wir jetzt nicht mehr. Wir wollen jetzt den auch nicht mehr angeklickt haben, sondern den lassen wir abbauen. Der wird sich irgendwann melden, dass hier nichts mehr kriegt. Und wir können jetzt gerade gucken, dass wir hier vielleicht noch einen Top-Auftrag finden. Ist das beim Ressourcendepot? Ich glaube schon. Kein Auftrag ist also doch nicht beim Ressourcendepot, sondern der Hochdruckröhrenfritze ist das. Lieferung. Hochdruckröhrenfabrik. Belohnung 27, das ist auch nicht schlecht. Können aber gerade nochmal hier reinschauen. Lieferung Ressourcen 24, Ressourcenknappheit, Platin, okay. Was sagt denn unser Platin-Teil hier? Ich müsste es von der Station kaufen, hier gibt es aber nur Pilze. Gut, das waren 24. Wie viel ist hier? Pilze sind zu wenig, das lohnt nicht.
Da gibt's nix. Da ist noch eine Station, die noch was möchte. Ressourcenknappheit, Körperpanzerung. Okay, so viel Geld haben wir nicht, brauchen wir gar nicht drüber reden. Und hier bei der Essensfabrik, Lieferung Essen. 27,5 hatten wir da eben auch schon. Das war hier, ne, oder? Ne, das Habitat, das war glaube ich noch nicht das, oder? Oh, Ressourcenknappheit, 150 Essen. Ist das hier nicht eine Essensfabrik? Essen. Zack, aber ganz schnell. Da kaufen wir jetzt 150 Essen ein und bringen die dann zu denen da oben zum Habitat. 110, das muss ich reinziehen, das ist richtig geil, oder? Top-Auftrag, würde ich sagen. Wo sind die Docking Points? Da unten ist einer. Obwohl der ist daneben irgendwie so. So, da. Ah, das hat noch nicht geklappt. Bisschen zu früh gedrückt. Jetzt geht's. Güter handeln. 150. Kaufen. Haben wir bekommen. Hier weg. Habitat aufsuchen. Wo ist das jetzt? Da. Schwarzes Brett, 150 Essen. Akzeptieren und hinfliegen und abgeben, oder? Und dann kriegen wir eine ganze Stange Geld. Wie viel haben wir jetzt gerade? Also, das war nicht da, sondern da. 33.000. Ein Docking Point bitte. Auf der Seite. Okay, F. Geliefert. 143.000 waren das. Ja, das hat sich jetzt rentiert, ne? Ne, IEP immer noch. 143.000. Okay, wir haben wieder ein bisschen Geld mehr gekriegt. Das ist doch schön, oder? Gut, aber dann würde ich sagen, soll es für die Runde auch erstmal wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, bitte Daumen hoch und Kommentare herzlich willkommen. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und natürlich könnt ihr das Video auch alle anderen Kollegen, Kameraden, Freunden, Verwandten, Bekannten und Arbeitskollegen empfehlen, dass die da mal reinschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.